Hallo zusammen, ich bin hier mit dem Raphael. Hi. Hallo. Von Rentouch und ihr habt was Neues gebaut. Ich habe schon gesehen, bin ziemlich aufgeregt, die haben was Cooles gebaut. PI Planning, was ist denn das? Also das PI Planning ist eine Zweitagesplanung von großen Unternehmen, wo sie die nächsten 4-5 Sprints planen und dann diese umsetzen. Ziemlich teure Veranstaltung für die meisten Unternehmen vermutlich. Ja? Ja, weil es halt oft große Unternehmen sind, die großkopferte Leute sind, dabei, viele Leute dabei involviert sind und die optimalerweise würde man ein PI-Planning in einem Raum machen, wie man auch mit Scrum-Teams optimalerweise in einem Raum arbeitet, aber das ist halt nicht möglich oft und dann muss man die Leute einfliegen oder auf unser Tool setzen. Ihr seid sozusagen diejenigen, die das PI-Planning auch remote ermöglichen. Genau. Ja, okay. Wenn Sie überhaupt nicht wissen, was PI-Planning ist, das ist ein Meeting, das im Safe-Kontext zum Beispiel häufig vorkommt. Also wenn man jetzt ein Scrum-Team hat und irgendwie festgestellt, Agile funktioniert gut und ich will das im ganzen Unternehmen ausrollen, dann habe ich immer das Problem, dass ich ganz viele Scrum-Teams habe und die sich mit irgendwie untereinander abstimmen müssen. Und da ist das PI-Planning ein wichtiges Artefakt, nennen wir jetzt mal. PI-Planning steht für Program Increment Planning. Okay. Und das ist von Scaled Agile erfunden auch für das Framework. Ja. Okay, dann erzähl doch mal oder zeig doch mal hier, also wir haben hier sozusagen euren Rentouch, ein Touch-Display, mit dem man, darf ich hier jetzt einfach draufpacken oder ist das nur für dich? Okay, also ich habe hier sozusagen wie Karten, wie auf einem, also wenn das sozusagen ein Post-it wäre und das kann ich jetzt hier hin und her schieben. Was man jetzt auch schon sieht, ist der andere Monitor, die sind ja miteinander nur jetzt übers Internet verbunden, oder wie? Genau. Und trotzdem, wie synchronisiert ihr das? Über das Internet. Das ist einfach echtzeit synchronisiert. Okay. Und zeig uns doch mal so ein paar Funktionen. Also wir haben jetzt hier einmal das Jira auf dem Monitor, das nehmen wir auch noch auf, das können wir ein bisschen schärfer sehen. Dann haben wir noch einen zweiten Monitor, der könnte jetzt irgendwo an der Wand, irgendwo anders sein. Und dann haben wir dieses Rentouch-Gerät, das in einem Meetingraum zum Beispiel stehen könnte. Also der Use Case ist eigentlich, dass man die Planung selbst, die 2 Tage Planung, nutzt man nur diese Tools und im echten PI-Planning hätte man dann x verschiedene Stellwände voll mit Post-its, die ins Jira übertragen werden müssten. Und man möchte ja mit physischen Stickies arbeiten, damit man auch die Kollaboration und die Kommunikation unter den Leuten, deshalb will man ja alle Leute in einem Raum zusammenbringen, möchte man, dass halt dieser Stand dann auch auf das Jira, ins Jira kommt, in irgendeiner Form, die Sinn macht für die Teams. Und das dann muss man dann halt synchronisieren später. Genau, die muss man dann halt einfach abtippen und da gibt es auch Fehler. Das sind jetzt wenig Stickies auf dem Program Board für wie es in echt ist. In echt hätte man da mehrere Teams. Hier kann man auch reinzoomen und so. Zeig doch mal so ein paar Funktionen. Also ja, man kann da einfach reinzoomen, hat da auch Indikatoren, dass man den Überblick behält, in welcher Iteration ist man und in welchem Team befindet man sich. Und man kann halt hier relativ einfach so eine Dependency visualisieren. Also das würde in echt, wäre das jetzt ein roter Wollfaden und wir ziehen jetzt hier eine Dependency vom Team Kings. Diesen Namen hat Cyber Media gegeben. Echt? Okay. Das ist euer Jira. Und ja, zum Team Queens. Exakt. Okay. Und das wird jetzt automatisch als Verknüpfung zwischen den Jira-Issues im Jira hinterlegt. Ja, genau. Zeig mal hier. Wir haben jetzt, guck mal hier jetzt rein. Das sind die Issue-Links. Wie finde ich denn jetzt raus, was dieses, also das muss doch eine Nummer haben, oder? Die Features haben Nummern, weil nur die Features werden mit dem Jira synchronisiert. Okay. Das ist mehr so ein Sticky, das in der Planung genutzt wird und das ist mehr ein Container für mehrere User Stories dann auf dem Teamboard. Ah, okay, jetzt habe ich es verstanden, auf dem Teamboard plant man dann, was muss man erreichen, um da dieses Feature abzuschließen. Und hier ist genau die gleiche Planung, also ich kann Stickies erstellen. Das ist eine ziemlich coole Funktion. Also du drückst da einfach nur lange drauf und dann gibt es ein neues Post-it sozusagen. Genau, und jetzt sieht man, hat es gleich den Issue-Key gegeben. Und das gibt es jetzt auch, das kannst du mir erstmal zeigen. Und jetzt sind wir da im Queens 29 1.4. 1.4.
so Konferenz-Internet. Ja, selbst gebaut, sehe ich hier oben. So, das mit ist die Handy. Story. Und da steht auch die 1.4. Und jetzt genau. Kann ich dieses Teil nehmen und sagen, das schaffen wir doch nicht. Wir gehen jetzt 1.5. Sagt er mir jetzt irgendwie, ob er schon speichert oder noch? Nein, denkt? Das ist einfach Echtzeit. Also okay. Wenn ich jetzt hier refreshe, 1.4. Ta-da-da-da. Und wir sehen ja auch keine Kabel, wie die miteinander verbunden sind. Das ist schon ziemlich cool. Also was mir vor allen Dingen gut gefällt ist, gehen wir nochmal zurück. Mal gucken, ob ich das hinkriege. Programm war das, gell? Genau, hier sind wir doch jetzt synchron. Und dass ich jetzt hier hingehen kann und sagen kann, so, ich will ein neues... Kann ich nicht? Doch, da. Jetzt. Test. Aber. So. Soll ich hier rausdrücken? Ah, hier kann ich den zu machen. Ja, so. Das ist es. Nein, das ist diese Tastatur. So. Okay. Und jetzt. Ist das ein Issue-Typ, der nicht mit Jira synchronisiert wird? Weil, das kann ich jetzt auch hier zeigen, man kann das halt alles konfigurieren. Man kann auch die Sticky-Farben konfigurieren. Dafür haben wir ein Web-Interface. Und da kann ich jetzt zum Beispiel meine nächste PI-Planning-Session planen. Genau. Da kann ich einen Titel geben, sagen, wie viele Sprints haben wir oder Iterationen im Safe, wie viele Tage dauern die jeweils. Ich möchte es mit Jira synchronisieren. Und Team Foundation Server unterstützt ihr auch, habe ich gerade gesehen. Ja, so ein bisschen. So der Anfang. Also okay. Jira ist komplett synchronisiert. Ja, okay. Das ist die durchgängige Lösung. Und dann haben wir hier einfach das Backlog-Board mit den Farben, die ich auch konfigurieren kann. Also ich könnte da jetzt sagen, das ist bei uns ein grünes Sticky. Warum wurde meins denn jetzt gelb? Das war dann ein Enabler. Ja, genau. Okay. Das ist ein Milestone, das ist noch ein drittes Feature. Ich kann auch noch mehr Typen hinzufügen, wenn ich möchte. Okay. Ich erstelle jetzt eine neue Session, das ist eine bereits erstellte Session, die mit eurem Jira synchronisiert ist. Okay. Also mit dem Safe in Jira oder Agile Hive, wie es jetzt heißt. Lass mich nochmal kurz zusammenfassen, was ihr macht. Also ihr habt diese großartigen Rantouch-Geräte, also große Touch-Displays. Und was ich jetzt machen kann mit eurer Lösung hier ist, auf der Basis von Jira kann ich an verschiedenen Standorten so ein PI-Planning durchführen und es wird automatisch der Stand meiner Issues und der Planung, das, was die Leute machen, an den anderen Standorten synchronisiert. Exakt. Okay. Und warum sollte ich das jetzt bei euch kaufen? Warum? Weil wir die einzige Lösung sind, die für das PI-Planning und die Planung der PI-Plannings eine funktionierende, synchronisierte Boards anbieten, die zugleich auch richtig ins Jira synchronisiert werden und die natürliche Planung halt beibehalten. Ich hätte es viel einfacher formuliert, weil in der Bahn und im Flieger zu sitzen scheiße ist, hätte ich jetzt gesagt, aber also ihr könnt halt damit sehr viel häufiger eine PI-Planning machen vermutlich, weil sozusagen jeder quasi in seinem Büro bleiben kann und wir uns dann häufiger austauschen könnten. Wir können sozusagen deutlich weniger Reisekosten verursachen, weil Leute halt nicht aus Japan angeflogen kommen müssen. Der Aufwand vom Übertragen fällt weg. Genau, also ich habe sozusagen sofort live, ich gehe aus dem Meetingraum raus und alle Issues sind aktuell. Genau. Und ich brauche keine irgendwie komischen Videokonferenzen, bei denen ich eh nichts auf dem Board erkennen kann. Ja, die braucht es schon noch. Aber du musst nicht mit der Videokonferenz lösen, das Board filmen. Genau, ja, genau. Genau. Ja, das meinte ich, ja, okay. Und, okay, cool. Dann wünsche ich euch, das ist relativ frisch, das habe ich noch nicht gesehen. Wie lange macht ihr das jetzt schon? Es ist schon ein Jahr alt. Ein Jahr, okay. Bis cool. Jetzt. Und wir haben im März ein Meetup bei euch durchgeführt. Da war das auch schon dabei. Über Bern, Zürich und Wiesbaden. Das war die Premiere. Gibt es da eine Aufnahme von? Kann man darauf verweisen oder hätte man dabei sein müssen? Wir haben ein Video vom Standort Zürich. Ah, okay. Aber nicht. Und das gibt es im Internet auch? Ja. Kann man suchen? Ja. PI-Planning Bern, Zürich. Auf unserem YouTube-Channel findet man das auch. Rantouch. Ja. Sehr gut. Raphael, vielen herzlichen Dank. Danke. Cool.